Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Gemeinde Rade. Mit dabei haben wir heute, ich habe ein Problem. Warte. Ich habe mein TS nach oben gerollt, jetzt kann ich euch sehen. Den Uwe, den Ron, Marc, Simon, Paul, Maschira und den Boxe. Hallo. Moin. Hallo, wir sind nämlich ernst. Was für ein Ding? Wir sind ernst. Ja, warum redest du dann wie Sherlock Holmes? Weil wie redet Sherlock Holmes? Weiß ich nicht. Alter, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Sherlock Holmes so redet. Vorne fährt ein Traktor. Ich weiß nicht. Das soll vorkommen. Oh, ich freue mich schon auf das Ballensammeln jetzt. Hä? Boxe? Wenn du erstmal auf das Feld kommst, dann wirst du erstmal richtig. Hat sich angehört, als wenn du gerade ein Eis zu dir nehmen würdest. Flüssig? Ja, so in der Richtung. Ist ja auch Sommer. Mein Gott. Simon, geht's mit dem einfacher? Ungefähr so 2 km/h mehr. Also, dann liegt's nicht am Wagen. Okay. Ich würde ja sagen, nimm mal meinen Power John Deere. Der zieht bestimmt was weg mit seiner Pflegebereifung. Auf der Stelle kannst du stehen bleiben. Power John Deere, weißt du? Und geh nicht, Paul, oder? Ich guck grad, aber es sieht irgendwie nicht so aus. Ne? Ja, wir können hier locker mit 2 Ladewagen fahren, sonst kriegen wir die Wiese nie leer. Ich also könnte dann... Ja? Nee, sag. Nee. Uwe, das ist aber keine typische Transporthaltung. Ja, ich weiß, ich wollte das hier vorne schnell ablegen, damit es nicht mitten auf der Wiese liegt. So hier abladen, wie ich jetzt stehe. Ohne Probleme. Kannst du mir den umbauen, Paul? Ich bräuchte den Wagen. Ne, wir haben den umgebaut noch. Ja, aber der ist voll. Hau die Paletten runter. Hallo? Kannst du den auch selber umbauen? Ja, warte, ich mach das selber. Aber er fährt zumindest 8 km/h so oder 7 bis 8 km/h bergauf auch konstant durch und nicht die 4 km/h, die wir gerade hatten. Ist schon mal mehr, ne? Ja, also es ist, man hat das Gefühl, man kommt auch vorwärts. Alter, der MP-Druck lenkt so ekelhaft schnell hin. Ey, hat der NPC mich hier einfach gebufft? Der fährt so ein kleiner Zucke zwischendurch. Oh Gott. Ich finde das Ding einfach so geil, ne? Der ist so geil, der Trecker. Also das, den Weizen bekommt er nicht raus, oder wie seht ihr das? Ja, aus dem Anhänger geht nicht. Also du wirst ihn mit dem Land nicht bewegt kriegen, wahrscheinlich. Leck! Hier wird nicht geleckt. Ah, komm schon, Kleiner. Hey! Ich hab so langsam heute die Straße. Was legt der hier für eine Bremsung hin? Wieso fährst du mit Frontlader, Frontgewicht und so weiter durch die Gegend? Weil Spaß macht. Ach ja, sie realistisch und so. Oh Gott, da kommt mir immer dagegen. Was denn? Ich bin auf meiner Spur, Paul. Mahlzeit. Ja. Ich nur nicht immer. Betrag hat so eine zackige Lenkung. Eine zackige Lenkung, okay. Tippst du mal kurz die Taste an, dann macht er Volleinschlag. Außerdem, das Gewicht brauche ich für den Anhänger, wenn der hinten voll beladen ist. Dann hebt man so schlimm ab. Jo. Wo packen wir denn das Gras hin? In die Hütten. 15 Euro rein, würde ich sagen, oder? Boah. Alter Schmidt. Ja. Es tut mir leid. In Silo rein, bitte. Der war genauso gut wie der. Linke oder rechte Fahrsilo? Das kannst du ja aussuchen. Ich sag ja nur. Also bei dem Tempo kann ich in Ruhe Zeitung lesen. Interessiert nix. Bleib locker. Okay, ich lade ab, aber ich sehe es nicht. Heide Witzka, die ganzen Beine werden die richtige Hindernisbahn, hey. Ah, ihr habt den Wagen abgeladen, Jungs. Kein Problem. Das ist gut. Mark? Simon, darf ich dich alleine sammeln lassen? Dann würde ich jetzt einmal das Schneewerk holen
und gleich ja. mich um die Ballen kümmern. Mach ruhig. Oh. Das Gras läuft nicht weg. Das wird nur so nach. Das wird nur brauner. Was? Ganz ruhig brauner? Was? Was? Wir haben irgendwas missverstanden jetzt. Okay, Werner, ich hol schnell das Schneidwerk und dann können wir... Ein Schneidwerk holst du? Ja, ich habe ja mein Schneidwerk da liegen lassen und den Ladewagen übernommen. Mähwerk. Mähwerk. Ach so, das Mähwerk, ja gut. Ja, ist ja gut. Besitzen wir denn schon Kühe am Hof? Ja, 6 Stück. Okay, und was mache ich mit dem Rest von mit dem Gras? In das Silo rein. Okay. Das hört sich nach einem Plan. Toll, ich habe die Tür so gemacht. Boxer, wollen wir mal tauschen? Ron, machst du keine Ron? Ja? Hast du hier keine Schwart gemacht? Doch, doch, die ganze Zeit schon. Aber es dauert ein bisschen, es dauert in Synchronisieren so lang. Ehrlich? Ja, wirklich. Zum Beispiel hier darf... Hey, ist ja krass. Ich fahr da mal wieder zurück. Hier ist da ist er wieder. Willst du mal tauschen? Achso, wir beide? Ja. Ja, okay. Oh, dann komm. Wir müssen aber laufen, weißt du, wir können nicht mehr so springen. Ja. Also fahrt näher zusammen. Da müssen wir nicht so weit laufen. Das ist eine gute Idee. Danke, Werner. Kein Problem. Achtung, geht ab wie Schmidts Katze, du. Ey, du, ich merk schon, ey. Simon zeigt bei dir rechts unten Schlupf an. Wie viel? Ich hab fast 45% Schlupf. Ja, daran liegt's. Hast du alle Sperren an? Ich hab alles an. Okay. Also die Presse ist ja geil. Die ist cool, Reifen hast du drauf? Die ist echt geil. Hm? Hast du breite Reifen drauf? Ich hab die Trelleborg in breite Reifen drauf, ja. Mach mal Zwillingsreifen drauf. Man muss sich mir Sorgen um den Klatscher machen, der hat ganz komischen Zaun. Nö, ist normal. Okay. Vielleicht sollten wir mal einen Ölwechsel machen am Feld. Also es fällt schon bald aus wie so ein Minenfeld mit den ganzen kleinen Ballen überall. Bin doch schon unterwegs. Oh, cool. Bis ich beim Hof angekommen bin, ist das Gras verwelkt. Boxer, dann mach mal eben den Rest da aus deinem Drescher bei mir rein, dann kann ich mir wieder wegfahren. Ist immer schneller. Hier kriegt einen Geschwindigkeitsrausch. Also Geschwindigkeit ist hier nicht vorhanden, ne? Jawohl. Komm mal vor mir in so einen Altherrenclub. Es fehlt nur noch, dass wir Bingo spielen. Oh. Ich glaub, man steht aber gut nicht gleich. Anna, wo hast denn du das Schneidwerk, Mähwerk? Wenn du reinfährst, links. Immer. Linke links. Ich bin intuitiv nur nach rechts abgewogen. Es ist Frauen rechts. Okay. Wir haben Hof aber auch eine Wiese, ne? Ja. Nur so zur Info. So, warte, hier musst du hin, wo ich bin, ne? Nö. Nee, okay. Komm schon! Komm Alter, jetzt! Schwede. Boxer, ich muss dir was sagen, dein Schlepper ist schön, der gefällt mir. Ja, das freut mich doch sehr, Mensch. Ja, gerne. Ich. Mit den neuen Reifen. Kann ja. jemand schieben? Nee, da müssen wir hinlaufen. Ich brauch jemanden, der schiebt. Oh, guck mal, das ist der Werner. Ich glaube nicht, dass du von der Hand schieben kannst. Es geht nicht. Was treibt ihr da? Ja, ich weiß es noch nicht genau. Aber vorsichtig, Marc, ganz vorsichtig. Ah, warte mal, Uwe kommt. Uwe hat mehr Gefühl. Alles gut. Was soll ich einfach den ja, Finger nehmen? Nee, einfach nur ein bisschen hinten mit der Gabelstupsi machen. Langsam, vorsichtig. Ja. Oh ja, jetzt kommt's an. Ja, so ist gut. Fahren Sie.
Jawohl, danke. Ja, jetzt kannst du auch ein bisschen Dollar. Hui. Wenn du mir jetzt ein Bein hier vorlegst, ne? Ich hab's nicht vor. Und gerade auch so rumgezirkelt. Ui! Ich komm von hinten. Oh nein! 20, Uwe, ne? Maximal 20. Achso, ich fahr schon wieder alleine. Du fährst schon wieder alleine. Ja, gerade hier, oder? So, ich hoffe, wir haben ein paar tatkräftige Helfer am Feld, die gleich die ganzen Ballen verladen. Ich bin noch beschäftigt. Was? Genau unterwegs. Oh. Bis hier kommt der Jürgen. Nächste Woche. Dito. So, muss ich denn hier rein? Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Herzlich willkommen. Ah, jetzt kommt der Nächste. Ah, komm. Hilfe! Komm, Uwe! Fahr zu. Muss ich die reinschmeißen? Uwe, ich hab mich eingegraben. Hinter dir kommt nicht schon wieder einer. Okay, was soll ich jetzt machen, Werner? Uwe! Es geht nicht, Uwe. Ja, warte, ich kuppel mal ab. Okay, ich komm kuppel auch nicht mehr voran. Ist vorbei. Kuppel mal an und ich schieb hinten nochmal. Okay, dann schieb einmal nochmal. Ich hab 95% Slip. Ach du Scheiße. Na, warte, falsche Richtung. Ja. Das wird nichts mehr. Ja, schieb mal langsam. Mit Gefühl. Ja, das sind nur 2 km/h mit Gefühl. Oh Gott. Nee, das wird nichts mehr. Sollen wir zum noch einen Schlepper schieben? Wir müssen auf alle Fälle eine Abschleppkappe mitnehmen oder sowas. Oh nein. Uwe, packt den Frontrad da aus. Uwe, der Traktor hat keine Kabine. Mach vorsichtig. Du glaubst gar nicht, wie vorsichtig ich das mache. Oh, oh, oh. Oh. Alles gut. Ja? Nicht von zwei Seiten. Alter, das Ding geht nicht voran, ne? Nee, das ist einfach nicht gebaut fürs Feld, das habe ich schon gesehen. Warte mal, wir schieben den jetzt. Ich mach den jetzt am Rand hier. Ja. Oder lass mal stehen. Uwe, ich fahre mit dir zurück dann. Ja, zurück kannst du ja fahren, ist ja kein Problem. Ah ja, stimmt. Hui. Okay, das heißt, nehmen und werfen. Lass mich raten, das war drüber, ne? Ja, das war drüber. Ah, das passt. Hast du gut gemacht, ja. Kann man euch helfen? Ja, na klar, komm ran hier. Ich glaube, da kann die ganze Mannschaft hier Ballen sammeln. Es ist ja fast so gut, dass wir mit der Hacke arbeiten. Ja, siehst du, das kommt als nächstes dann. Was? Ron. Scheiße. Oh. Boah. Ich mach Tempomat 1, ne? Kann ich fahren? Oh Gott. Es war klar, dass unser Rückenkranker wieder im Schlepper sitzt. Ja, gib Gas. Ja, ich fahr mit 1 km/h, Jungs. Ihr habt ein bisschen Zeit. Muss man dir sogar entgegenkommen hier. Okay, warte, dann fahr ich mit 5. Aber die Geschwindigkeit bleibt, ne? Oh Gott. Musst du aufpassen. Vielleicht hat er am Handschuhfach eine Kinderschokolade. Will er keinen Druck machen, ne? Aber ich komme euch näher. Oh, oh. Will keinen Druck machen, ich habe. Achso. Hm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die riesige Musik dafür läuft, ey. Scheiße. Na, wer hat sich 5 km/h gewünscht? Ist er drin? Nein. Scheiße. Oh oh. Presslevel. Uwe muss Doppelschichten machen hier. Oh mein Gott. Ah. Nein. Ah ja, ich fahr weiter, ne, Jungs? Komm. Oh nein. Da hinten liegt noch einer. Wo? Ich bin auf dem Rückweg. Es gibt keinen Rückweg. Es ist one way. Also Fakt ist eins. Wenn die dann alle drin sind, können wir so ein Basketballteam erstellen in LS19. Aber eins ohne Witz, ne? Das macht, also sowas haben wir noch nie gemacht. Das ist sowas cool, haben wir noch nie gemacht, nein. Mann. So. Ich warte auf den Moment, bis irgendjemand meinen Traktor aufhebt. Geht doch gar nicht. Ah ja, haben wir nicht mit reingenommen, ne? Doch, schon, aber es nicht an. Ah, okay. Jetzt schon wieder vorbei, Ellie jetzt? Oh. Jo.
Okay, Jungs, ich bleib stehen für die Pause. Ich hab ein bisschen Zeit. Ach, das ist total freundlich. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns bereits wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderade. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.